Wir holen uns direkt Unterstützung. Ach hier, das sind die Kollegen. Moment. Was? Gut, dann kann der Kollege... Moment mal, wo wollen denn hin? Den Fall können wir gleich mal übernehmen. Und hier soll sich unsere Person aufhalten. Okay, ich glaube, wir haben unsere Zielperson. Okay, sie steigt ein. Und sie fahren los. Und wir fahren hinterher. Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA 5 LSPDFA. Am heutigen Tag haben wir ein neues Fahrzeug, mit dem wir normalerweise so nicht rumfahren. Eher die Kollegen im Sandy Shores Gebiet. Und wir haben heute wieder Unterstützung von einem Officer dabei, heute mit dem VW T5. An sich finde ich den Wagen ein sehr, sehr schickes Modell. Und damit werden wir heute auf Streif fahren mit dem Herrn hier. Der würde uns heute unterstützen. Der Herr kann auch direkt einmal einsteigen. Die blauen Lichter finde ich ebenfalls hier sehr schön von dem Fahrzeug. Die funkeln so richtig schön bei Nacht. Also das Fahrzeug ist einer meiner Favoriten. Wir können direkt mal nachsehen. Ist ein Vollrad. Okay. Im Strawberry Supermarkt gibt es anscheinend gerade einen Überfall. Den können wir direkt einmal übernehmen. Das ist gar nicht mal so weit weg. Och, die Kurven sind hier, glaube ich, mit dem Auto nicht. Das ist eher mehr zum Driften, ne? Okay, wir haben noch eine halbe Minute, schaffen wir. Wir holen uns direkt Unterstützung. Ach hier, das sind die Kollegen. Moment. Der Kollege kann direkt einmal mit... Oh nein, oh Gott, nee. Nein. Stehen bleiben, so. Was? Okay, die Kollegen kümmern sich darum. Auf den Boden. Keine Faxen. Ach, der Typ da hinten, der schießt auf die Kollegen. Moment, da. Okay. Da brauchen wir hier erstmal einen RTW. Ambulance. Assistance required in Strawberry. Was? Okay, ich glaube, den RTW brauchen wir jetzt auch dringender. Was wollte der hier denn da hinten jetzt? Ich würde sagen, wir sehen uns mal hier im Laden um. Okay. Hier scheint soweit alles in Ordnung zu sein. So, wir unterhalten uns am besten hier drin, während die Kollegen dort draußen mal ihre Arbeit machen. Ich hätte gerne einmal ihren Personalausweis. Vielen Dank, Mr. Brockside. So, an sich alles in Ordnung. Bitte folgen Sie mir einmal. So. Mit nach draußen. Hier scheint ja an sich jetzt alles wieder in Ordnung zu sein. Genau, so. Dann würde ich sie mal kurz abtasten. Aus Sicherheitsgründen. Unser Kollege schützt uns in der Zeit hier an Lollipop, Postkarte kleben, ein paar Kapseln mit Plastik. In Plastikbehältern. Okay, soweit erstmal nichts unauffällig. So,
So, was wir ursprünglich immer machen müssen, ist Alkoholtest und Drogentest. Damit wir das alles hier sauber protokollieren können, okay. Dann machen wir noch kurz einen Drogentest. Beim Alkoholtest sieht schon mal nicht gut aus. Den werden wir so oder so mitnehmen müssen. Oh, okay, ja. Gut, dann kann der Kollege... Ach, Moment mal. Wo wollen wir denn hin? Und der Kollege, der macht nichts. Stehen geblieben. Keine Faxen. Hände hoch. Schön, dass auch mal kommen. Oh, sie sind hiermit festgenommen. Können wir mal Kriminallabor zur Verstärkung holen? Wo klingelt denn das jetzt? Ist doch auch wieder ein Name, oder? Na, no, den können wir auch erstmal von Kollegen abholen lassen. Bitte. Oh, die haben unser Auto nicht gerammt. Danke. Ach, das sind die Kollegen, oder? Ach so, das sind die Kollegen, das gar. Kein Überfall hier auf eine neue Tanke. Okay. Dann werden wir hier ja soweit erstmal durch. Um den Rest kümmern sich die Kollegen. So. Okay. Dann kann er hier ja auch mal wieder mit einsteigen, hereinspaziert in die gute Stube. Was? Wo fahrt ihr denn lang? Also mal ganz im Ernst, was ist denn mit euch los? So, ich schau mal. Hier gibt es bestimmt, ja, hier gibt es auch was zu tun. Oh Gott, direkt hier in der Nähe. Auch in Strawberry, das ist hier sogar nur eine Straße weiter. Den Fall können wir gleich mal übernehmen. Suspect is male. Moment mal. Ah ne, das ist eine Dame. Mel, also ein Mann. Der dort scheint nicht gemeint zu sein. Okay, dann müssen wir hier umdrehen. Der hat auch nichts. Hier hat auch keiner was. Ah, Entschuldigung. Die Person scheint sich zu bewegen. Wer bewegt sich denn hier? Moment mal. Wir werden uns bei hier die... Ja, dann sehen. So. Nee. Der bewegt sich immer noch. Also entweder sind wir blind oder die Person gibt es nicht. Ich glaube, das war ein Fake-Anruf. Okay, dann beenden wir hier erstmal den Fall. Wir konnten hier keine Person mit einem Messer feststellen. Okay, dann werden wir mal den... Also wahrscheinlich hat sich jemand getäuscht. Weiß nicht. Schau mal. Ach, gibt direkt das hier. Dispatch calling Unit okay. 1, Lincoln 18. Citizens report, solicitation in Strawberry. Okay. Auf der Autobahn, auf dem Freeway. Gut, Moment. Dann werden wir hier erstmal soweit zum Einsatzort fortschreiten. Gleich müssen wir aber das blaue Licht ausmachen, damit die Täter uns sich identifizieren. Die meinen doch sicher, unter der Brücke haben die uns wieder falsch geleitet. Na mal, na ganz super. Habt ihr natürlich wieder ganz fantastisch gemacht. Wir müssen gar nicht auf den Freeway. Ach, die Kollegen. So, dann müssen wir hier einmal nach rechts. Und hier soll sich unsere Person aufhalten. Okay, ich glaube, wir haben unsere Zielperson. Ich will hier auf den...
Ey, das kann's doch nicht sein. Ich will hier auf den Bürgersteig. So. Mach den Motor aus. Da drüben ist sie am Auto. Das ist wahrscheinlich unsere Zielperson. Die müssen wir jetzt erstmal beobachten. Okay, da hält ein Auto. Und fährt weiter. Also bis jetzt ist da noch nichts Spektakuläres. Sitzt da jemand in dem einen Auto drinne? Ich sehe es nicht genau. Ich glaube, das parkt nur. An sich passiert hier auch nichts. Die bleibt einfach nur stehen, also... Ich habe bald Feierabend, also ich hoffe, hier passiert gleich noch was. Okay, da bleibt ein Auto stehen. Die bewegt sich direkt. Ich glaube, das ist eine Prostituierte. So wie die sich benimmt. Das fährt auch weiter. Da ist aber noch jemand stehen geblieben. Ich frag mich echt, warum wir die beschatten sollen und nicht gleich festnehmen sollen. Also für mich ist die Sache klar. Die können wir eigentlich direkt festnehmen. Aber die Kollegen... Okay, sie steigt ein. Und sie fahren los. Und wir fahren hinterher. Okay, die sitzen... Ah, hier ganz vorne. Ganz vorne sitzen die Herren und Damen. Jetzt bin ich mal gespannt, wo die Fahrt hingeht. Uiuiui, der gibt da ganz schön Gas. Na gut, Gas kann ich auch gut geben. Ah, so ein Zufall, ich muss auch rechts. Sollten wir die nur kurz beschatten. Oder hier geht das sehr komisches vor sich. Ich würde sagen, ich mache hier kurz einen Cut rein und dann sehen wir mal, was hier noch so wird. Okay, jetzt wird hier ein bisschen... Wo ist der hingefahren? Wo ist der hin? Hier ist er, hier ist er, hier ist er. Okay. Hier sind sie. Aus, jetzt ist Endstation. Was machen die denn hier? Aus dem Auto. LSPD, stop now. Auf dem Boden. Ich bin hier jetzt, was weiß ich, wie viele Minuten hinterher gefahren. Und wir kommen nicht wirklich ans Ziel. Und ich sehe die Person gar nicht, weil sie hier sich ins Gebüsch gelegt hat. So, die Dame. Sie tun sich hier erstmal hinknien. Und einmal schön auf den Boden. Und sie kommen jetzt auch endlich raus. Ja, schön die Hände hoch. Ach, sie wissen ja, wie das Spiel schon funktioniert, nehme ich an. Und jetzt auf den Boden. Um den Rest kann sich die Kriminalpolizei kümmern. Ich bin dafür heute nicht mehr zuständig. Wie spät ist es denn? 8 Uhr, ich habe in einer halben Stunde wichtige Termine wie Feierabend. Deswegen machen wir hier am besten jetzt erstmal kurz mal hier schnell den Einsatz zu Ende. So. Ich hab auch schon das Kennzeichen überprüft und der Herr ist anscheinend nicht der Inhaber, auf dem das Fahrzeug gemeldet ist. Das ist eine Julie Schock. Ich nehme an, vielleicht ist die Dame, es werden die Leute von der Kripo dann rausfinden. So. Einsteigen. Schnell. Feierabend. Wir haben Feierabend. Schnell. Okay. Okay, ansonsten würde ich sagen, war es mit der Folge von LSPDFA. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video. Haut rein und ciao, Leute!